was hat grüne Logistik mit Häfen zu tun, Herr Dr. Schumacher? Gut, ich möchte darauf eine kurze Antwort geben und sagen, die Binnenhäfen leisten einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz. Ich sehe schon, das Interview soll wohl kurz sein, aber ich habe eine Menge Fragen aufgeschrieben. Ich denke, wir werden das noch vertiefen. Warum ist denn die Logistik über den Hafen grün? Wir als Häfen sind optimale Knotenpunkte im nationalen und im globalen Handel. Wir haben gerade im interkontinentalen Verkehr, ob nun Massengut- oder Containerverkehr, spielt in dem Fall keine Rolle. Seehäfen, die verstopft sind, die Congestion haben, die entlastet werden müssen. Umgekehrt Produktion oder Konsumquellen im Hinterland. Und wir müssen die Funktionen der Warenbehandlung, der Warenlagerung, des Umschlages, der Aufbereitung für den Konsum möglichst nah an den Konsumenten heranführen. Dies können wir in unseren Binnenhäfen optimal gestalten. Wir haben die Möglichkeit als Binnenhafen alle Verkehrsträger multimodal einzusetzen, jeweils zu optimieren. Somit also, ich greife nur das Thema Verstopfung der Autobahn auf. Wenn die Autobahn verstopft ist, fahre ich mit dem Schiff. Und wenn ich mit dem Schiff nicht fahren kann, fahre ich mit der Bahn. Optimal die Verkehre so zu kombinieren, dass sie im Sinne der Gesamtwirtschaft, volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich am sinnvollsten gestaltet werden. Welche Vorteile hat denn der gebrochene Verkehr gegenüber dem Direktverkehr per Lkw von Punkt, Punkt? Die Massenleistungsfähigkeit als großen Faktor. Bleiben wir beim Containerverkehr. Ich kann mit einem Lkw 2 Container bewegen. Sobald ich mehr als 2 Container habe, sobald ich in die Hunderte gehe, habe ich Schwierigkeiten, die in einem Verkehrsauftrag oder Transportauftrag zu bewältigen. Dazu brauche ich dann die Verkehrsmittel, Schiene und Schiff, die massenleistungsfähig sind, große Mengen punktgenau befördern können. Wie sieht denn die Situation in den Binnenhäfen aus? Sind denn die Binnenhäfen auf ein Mengenwachstum, was sich in den Seehäfen abzeichnet, vorbereitet? Und haben Sie auch entsprechende Flächenreserven und Investitionen in neue Umschlagskapazitäten? Wir kennen die Ausbauvorhaben in den Häfen, in den deutschen Binnenhäfen, und wir wissen, dass dort Kapazitätsausbauten in mindestens gleicher Größenordnung vorgesehen sind. Dazu kommt, dass wir sicherlich in den Binnenhäfen noch einen Bedarf haben an Optimierung der Operations, an intelligenterer Operations. Ich sage nur IT, Datenfluss, Vernetzung, sodass also da aus Sicht der Binnenhäfen überhaupt kein Problem zu sehen ist, dass wir das Mengenwachstum nicht auffangen können. Nun haben wir ja auch eine Verlagerung von Funktionen aus den Seehäfen in die Binnenhäfen. Und das heißt also, es kommen auch neue Aufgaben auf die Binnenhäfen zu. Sind denn die Unternehmen, die in den Binnenhäfen angesiedelt sind, auf solche neuen Aufgaben vorbereitet? Jetzt möchte ich dazu keine offizielle Verbandsmeinung, sondern nur meine persönliche abgeben. Wir haben gerade auch im Hinterland noch mehr als in den Seehäfen sehr viel Klein-Klein, auch in der Arbeitsteilung. Wir müssen sicherlich in meinen Augen zu komplett anderen Arbeitsmodellen kommen, zu anderen Geschäftsmodellen kommen in der Arbeitsteilung. Wir haben auch in den Binnenhäfen sehr viel verstückelte Leistungszusammensetzung einzelner Glieder der Kette, die nicht optimiert ist. Hier müssen die Häfen, somit auch das Hafenmanagement, noch viel stärker in eine führende Rolle herein. Meine Meinung. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.